Und da bin ich wieder zurück und hier ist wieder mal das Chaos ausgebrochen, die Wachen spielen verrückt, alles ist dicht. Und herzlich willkommen zurück bei FIFA 4. Hey, 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 wo soll's denn hingehen? Sperrstunde! Mit eurem AMD Geode und wir sind jetzt auf dem Weg. Vielleicht merkt ihr es, also ich habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Die Grafik ist jetzt ein bisschen besser und vor allem das Mikrofon ist besser, weil ich habe zwischenzeitlich meine Einstellung mit dem anderen Mikrofon versucht. Da gab es zwar kein Rauschen mehr, absolut gar kein Rauschen mehr, aber die Qualität des Mikros war einfach so schlecht, dass ich mir gedacht habe, nee, das kannst du nicht bringen. Habe die ganze Session neu gemacht, weil man kann hier immer nur einen Spielstand haben. Und das heißt, ich müssen jetzt extra für euch nochmal alles neu zocken, bis zu diesem Stand, weil ich das einfach nicht mit der Einstellung haben wollte. Ist das einer von der Wache oder kann man dem hier mal zu nahe kommen? Du hast mir gerade einen weiteren Tag in diesem Loch gekauft. Was? Schleicht hier jemand herum? Warte mal. Viel gebraucht, bis er mich gesehen hat. Scheiße. Ich halt die Augen offen. Okay, da holen wir mal einen Wasserpfeil. Alter, jetzt lass doch mal den Wasserpfeil draußen. Was jetzt? So. Da war doch was. Schleicht sich hier jemand rum? Nein. Ich bin sofort wieder weg. Egal. Ja, genau, egal. So, komme ich da hoch? Hm. Okay. Runter. Ah, da haben wir was. Also ich habe das hier schon durchgezockt. Also dieses Level jetzt, dieses spezielle, gerade eben sogar. Deswegen kommt mir jetzt noch das meiste sehr vertraut vor. Hm. Weil ich wollte einfach nicht mit der schlechten Audioqualität und vor allem war das auch viel zu laut und das wollte ich einfach so nicht hochladen. Das wäre nicht mein Stil, sage ich jetzt mal. Dann hier Nahrung, so wie es aussieht. Jawohl. Dankeschön. Wusste ich schon. Moment. Hier jetzt lang, genau. Einmal durchquetschen hier mit dem dicken Wanst. Am Balken. Komm. Heb, 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 heb. Ja, dankeschön. So. Und dann sehen wir auch schon den Glockenturm im Hintergrund. Die Steinhauergasse ja. Ist über Nacht gesperrt. Kein Durchgang. Genau, die Gasse ist gesperrt. Dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstmordseuche. So. Ich glaube, ich muss diese Gasse entlang. Dinger, denn niemand reparieren? Finde mal einen Handwerker, dessen Finger nicht. Okay, gehen wir erstmal da hinten hin. Ah, ich hab's doch gewusst, hier liegt noch überall was. Oh. So, hier war da auch noch irgendwas. Ah ja, da oben drauf. Okay. Hä? Wo denn? Hä? Alter, bin ich blind? Ach, meine Fresse. So. Also Breitkopfpfeile, für diejenigen, die es nicht wissen, die sind zum Töten da. Guck ich mal, wo ich gerade da hinkomme, ne? Da drüben noch? Ah ja. Und rüber. Ja, das hier und das ist nix. Okay, das war's auch schon wieder. Und jetzt gehen wir mal da rüber. Aber hier bin ich mal ziemlich sicher, dass man da reinkommt, wo ich hin will. Lag hier nicht was. Hm? Hm? Nö. Okay.
So. Mal Untergrund mit Ratten, wie ich gerade gesehen habe. Mahlzeit. Wie die aussehen, die sind schon ein bisschen fertig, die Kerlen hier. Wie? Was willst denn du? Alter. Kotzt jemand anders an, aber doch nicht mich. Du kotzt mich an! So. Was war das? Achso. So, dann, 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 dann. Ah ja. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Also ich habe zwar alles, wie gesagt, schon durchgezockt, aber manchmal ist es doch schon ein bisschen verwirrend. Ah ja, genau. So. Keine Wasserpfeile mehr. Scheiße. Ich brauch was zu trinken. Kauf dir. Ach ja, ich weiß, wo wir sind. Okay, alles klar. Hat's erledigt. Da geht der Punk ab beim Nachbarn. Hallo? Ist bestimmt irgendwas versteckt hier, hm? Nee, doch nicht. Okay, gehen wir weiter. Genau. Meine Damen und Herren, wir sind am Zielort angekommen. Bitte klappen Sie Ihren Tisch noch nicht hoch. Ich breche erstmal ein. Jetzt wird's spannend. Hallo? Mach die Tür zu. Das Lötzinn ist noch nicht wahr. Mach nix. Ich helf dir, mein Freund. Ach, habe ich den Skateboard jetzt automatisch genommen? Das ist ja praktisch. So. Die springen wir jetzt mal in die Ecke, wo du dich schämen kannst. Hier, bitteschön. Licht aus. Keine Funse hier. Ja, da war denn hier. Feuerpfeile. Okay. So. Ja. Also passt mal auf, Leute, ne? Wart. Guck mal schnell hier durch und dann zeige ich euch mal was. Diese verdammte Stadt. So, jetzt haben wir hier nämlich einen Brief, den hole ich jetzt. Und in diesem Brief steht die Kombination für diesen Safe. Pass auf. Ja. So, ich bin mal gespannt, wie weit das Spiel mitdenkt. Denn ich kann die Kombination ja noch gar nicht wissen, da ich aber das Ganze jetzt gerade eben schon mal durchgemacht habe, kenne ich die natürlich. Und es geht nicht. Okay, also ich habe jetzt 937 eingegeben. Und wenn wir jetzt mal gucken hier, Dokumente, Kapitel. Ach, 739 war's. Scheiße, seht da, ich hab's drauf. Ich hab Zahnbelag, ich hab's drauf. 739 war das dann, ne? So. Genau. Ich brauche eine Pause. Das konnte ich gar nicht überprüfen, so Mist, ey. So. Das ist nämlich das echte Sammlerstück, deswegen bin ich jetzt direkt von unten reingegangen. Es gibt nämlich noch eine Fälschung, die wir uns aber auch holen, weil die unter Umständen auch noch Geld bringen kann. So. Gucken wir mal. Da haben wir einen Lichtschalter. Hier müsste eigentlich irgendwo eine Wache sein. Die ist aber nicht da. Und hier gibt es keinen Lichtschalter. Okay.
dann gehen wir jetzt mal das Lichtchen hier ausmachen, wenn die Wache gerade nicht da ist. So. Und jetzt bin ich am überlegen, sollen wir... Nee, komm. Wir machen von unten nach oben. Ist, glaube ich, sicherer. Hier ist die andere Wache, die schläft. Hier müsste es eigentlich auch irgendwo einen Lichtschalter geben. Ah ja. Sieh dir das an. Ich würde ja selbst zugreifen, aber ich brauche den Job. Macht nix, ich hole mir das gleich. Mach dir keine Gedanken. Na, Ruckler? Ja, ist die Scheiße bei Fraps, der fängt alle 4 GB eine neue Datei an und dann gibt es immer ein kurzer Ruckler, weil die Festplatte nicht mehr hinterherkommt. Noch ein Safe. Ah ja, genau, das ist der. Na, na. Ja, komm, komm zu Papa, komm zu Papa. Ja, da ist er doch. Ja. Ja, ich weiß, ist gerade mega spannend, aber spannender sind sowieso die ganzen Videos zwischendurch. Oh, jetzt wird's für die Musik ein bisschen spannender. Ach, das ist, nee, das ist noch gar nicht das Ding. Das ist ein anderes Sammlerstück. Kann ich dem stehlen? Hallo? Hallo? Großschlagen, nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Habe ich alles schon gesehen. Gucken wir mal hier durch, ne? Hier wollen wir alles mitnehmen. Das hier ist nämlich so eine Art Bewährungslevel. Also hier können wir zeigen, ob wir es drauf haben oder auch nicht. Hätte ich so ein Prachtweib wie er, wäre ich längst oben im Bett. Ja, ist ja schön für dich. Es gibt hier nämlich auch Sammlerstücke, die man finden kann. Und es gibt insgesamt 4 Stück und ich finde jedes Mal nur 3 von 4. Das heißt, irgendwo gibt es noch etwas, was ich nie finde. Und das kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen an. Wenn das seine Auslage ist, was hat er dann in seinem Tresor? Das geht dich gar nichts an. Das habe ich schon. Ich hasse diesen Scheißvogel. Macht beim kleinsten Geräusch ein Riesengezeter. Jede Nacht derselbe Albtraum. Der hier? Ins Kreuz getreten. War aber nicht nett, mein Freund. So, schlag dir erstmal den Kopf an der Heizung an. So. Nee, das will ich aber nicht so. Komm, nochmal her mit dir. So, und jetzt Kopf an die Heizung. Bam, jawohl. So gehört sich das, mein Freund. So, gucken wir mal hier durch, ne? Dich auch noch. Ach, die Kasse. Hätte ich beinahe vergessen. Na, ja. Ja. Na, jetzt. Komm, gib mir dein Gold. Naja, 20 ist ein bisschen mager für eine Kasse, aber gut. Habe ich hier noch was blinken sehen? Nee. Braucht das Geld, daher damit. Hier oben noch? Nö. Also die ihr die ganze Zeit hier laufen hört, das ist entweder er selber oder jemand ganz oben. Und zwar ist da noch eine Dame, die auf ist. Die ist aber, naja, nicht so gefährlich. Ich bin allzu am Überlegen mit diesem anderen Sammlerstück. Was könnte das sein? Ich habe ja gerne alle. Vor allem, wenn man den Level nie wieder machen kann. Den macht man einmal und dann hat man den gemacht. Und dann müsste man rein theoretisch einen neuen Spielstand anfangen, wenn man das nochmal machen will. Und deswegen hätte ich gerne alles. Ich weiß, 100% werde ich nicht schaffen, aber zumindest mal die Sammlerstücke. Für einen Kaffee. Och, was willst du mit Kaffee? Schläfst eh gleich.
So. Immer noch besser als Bettel. Das sind jetzt die Wachen draußen, die ihr hört. So, jetzt kommt nämlich die Fälschung. Komm, pack weg das Ding. Ist eh falsch. So, her damit. So, ganz unten waren wir schon. Jetzt geht's im Stockwerk höher. So, also hier mal nichts mehr. Entschuldigung, bin immer noch krank. So. Ein bisschen schneller hier hoch. Genau, das ist die andere schnarchende Wache. Erfüllen wirklich ihren Job. Muss man schon sagen. Stehlen. Was die wohl in den Eintopf werfen? Suppe. Na hallo, Madame. Irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht. Gut, gut. Lass dich nicht stören, ich raub dich nur ein bisschen aus. Alles kein Problem. Ich habe auch jedes Mal die Tussi hier eins über die Rübe gezogen und sie in den Kamin geschmissen mit dem Kopf. Das werde ich jetzt diesmal versuchen mal zu vermeiden. Weil eigentlich wollte die Alte ja schlafen. Ich könnte natürlich auch mal einen Wasserfall, wenn ich einen hätte, aber ich glaube, ich habe gar keinen mehr. Ach scheiße, die ist noch wach. Ja, dann gehe ich lieber außen rum. Soll ich hier mal rein? Ein Schlafzimmer. Mit Lichtschalter, da wollen wir natürlich nicht dran. Sonst noch was? Ah, Zeitung. Ja, Wachhund kenne ich auch schon. Ich zeig's euch mal schnell, damit ihr es euch durchlesen könnt, falls ihr wollt. Zeitung. Genau. Wir sperren die Hunde in Käfige. Genau. Das ist nämlich das Problem. Und zwar hatten die sich Gedanken gemacht, was wohl passiert, wenn sich so ein scheiß Köter ansteckt, ob der nicht gefährlich werden kann. Deswegen war die Panik groß. Was machen wir damit? Wo steckt man den hin? Wo ist er sicher? Und dann kam irgendeine voll intelligente Potsau und hat gemeint, machen doch einen Käfig. Genau. So, das, die Flasche brauche ich nicht. So. Jetzt holen wir uns noch das Silberbecherchen. Oh, guck da. Sonst war ja auch, glaube ich, nichts mehr da in unserem Porzellanhaus. Und das war's. Und jetzt gehen wir raus, ne? Ist aber ein Schnellverschlussfenster, ja? Gibt's ja nicht. So, Tür geht nicht auf. Hier ist alles okay, okay, okay. Da haben wir einen kleinen Wandschrank zum Speichern. Brauche ich aber nicht. So. Mein alter Herr erinnert sich noch an das Feuer von Shellbridge. Flammen so hell, dass die Nacht zum Tag wurde. Oder war der Rauch so dicht, dass der Tag zur Nacht wurde? Ich habe gelesen, vor der Geburt des Barons war die Stadt im Krieg. Gelesen, was? Du alter Klugscheißer. Geht nichts über diese Stadt, was? Die Straßen haben schon so viel Mist erlebt. Brände, Seuchen. Wenn ich sie kriege. Die Sache mit Blackburn. Die kriegen das. Ohne Scheiß? Ja, Mann. Oh, bitte, Herr, bitte, Herr.
dann hat er sich angeschissen. Oh. Müsst ihr hier so einen Lärm machen? Da kann ja kein Mensch schlafen. Oh, tut mir leid, Ma'am. Befehl des Hauptmanns. Er sagte, stellt euch unter das Fenster dieser Frau am Färbermarkt. Die mit dem Gesicht, das hässlicher ist als die Nacht finster. Seht zu, dass sie lächelt. Gibt's eine Modi? Damit hätte sie allen einen gefallen. War das alles? Jetzt holt sie ihren Nachttopf. Da war mal Lusche hier. Also Mutti, das kannst du aber besser. Alle jammern wegen des Kriegsrechts, aber keiner verlässt die Stadt. Weil die Tore verriegelt sind. Ja, da ist was dran, ne? Wir schnappen jeden Dieb in der Stadt. Wegen der Anriegelung eine seiner Ansprachen halten sollen. Die Leute lieben gepfefferte Reden. Wann hat zuletzt jemand sein Gesicht gesehen? Schon wieder Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Vor der Schicht gegessen. Ich stand bis zu den Hüften in dieser Brühe, um sie wegzuschaffen. Wir haben mehr Zeit damit verbracht, nach Luft zu schnappen, als mit irgendwelchem Dieb. Deshalb wolltest du dafür die Patrouille. Ach, hier war er. Na komm, spring! Jawohl! Na. Seht mich ja nicht auf, gell? So, also die Musik ist leicht anspannend, muss ich hier hinzufügen. Oh. Ach nee, warte, denn, was der? Oh, Phantom hat Überhand. Das ist aber schön. So, Lösche, 9 Flammen, 6 von 9, Stil, alle Beuteobjekte. Okay, vorhin hatte ich 75%, jetzt habe ich 70. Und hier, gefundene Sammlerstücke, 3 von 4, da beiße ich mir im Bad aus. Ey, jedes Mal der gleiche, jedes Mal 3 von 4. Ich weiß nicht warum, aus irgendeinem Grund komme ich da einfach nicht weiter. Aber die Beute ist ganz gut, das Gold ist ganz gut, 506, das kann man wirklich sehen lassen. Getötet habe ich niemanden, entdeckt wurde ich 0-mal. Verdacht erregt 2-mal, ja komm, scheiß drauf. K.O. geschlagen, eine Bedrohung 2, kann man machen. Geknackte Schlösser 5, Taschendiebstähle 0, warum auch. Ja, ne, also sieht doch alles ganz gut aus soweit. Vor allem hier Phantom, Überhand, dann Opportunist. Bin ich natürlich jetzt, aber ich wäre natürlich lieber ein Phantom, weil Jäger und Opportunist ist einfach scheiße. Weil das heißt, du bist entweder zu aggressiv oder du scheißt drauf. Aber Phantom ist es so unentdeckt. Keiner weiß, wer du bist, ist eigentlich am besten. Und das war es jetzt leider auch schon wieder von mir, von FIF 4. Heute, für heute sage ich jetzt mal die Aufnahme. Wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Und zwar morgen. Selbe Stelle, selbe Welle, gleicher Clip. Nicht gleicher Clip, neuer Clip natürlich. Und bis dahin sage ich einfach mal ciao, euer Arm der Geode.